Und willkommen zu einer neuen Folge Craft. Ich meinte Clash Royale. Ja, ihr hört richtig. Clash Royale. Und zwar möchte ich echt mal gucken. Also ich möchte euch zeigen, wie das so etwa ist. Mit diesen Euro. Also, die Frostdauer vom Eisgeist wurde auf 1,5 verringert. Kann ich total verstehen. Denn, also, es ist schon ganz schön krass, wie der da so die 2 Sekunden lang so. 1,5 ist auch übelst lang. Egal. Hätten sie vielleicht auf 1 machen können. Also das ist viel zu lange gewesen und jetzt immer noch, also es wird nochmal nach unten gemacht. Der Eisgolem kriegt mehr Schaden, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er mal mehr Schaden bekommt, weil der war nicht so stark, vom Schaden her zumindest. Der Wuteffekt wurde erhöht, das ist sehr gut, das ist das gleiche beim Holz. Und leider wurde der Inferno-Turm ein bisschen downgraded. So wie man sieht, ich bin nicht so gut in Form gerade. Also, jetzt mal noch schnell einen schönen Live-Kampf. Nicht. Und ja, ich gehe jetzt in den Live-Fight rein und. Der Gegner wünscht mir auf jeden Fall viel Glück. Ich verschneide das mal kurz. So, auf jeden Fall war es nicht so der beste Gegner, sage ich es mal so. Die Barbaren kommen da easy durch und machen da nochmal mega viel Schaden am Tower. Und, aber ich wusste irgendwie, was ich da setzen sollte, außer hier. Obwohl doch. Am Ende hat mir voll wenig Schaden gemacht irgendwie, ne? Ja. Ne? Ja, am Ende. Ja. Nee, gar kein. Das war's mit dem Video.